Pichi, herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Goal für FC Erlangen. Was war das für ein Gefühl? Sehr tolles Gefühl. Hat jetzt ein paar Matches gebraucht für das erste Goal, aber ich bin glücklich, hat es jetzt gegen Bützberg geklappt. Es war wichtig für mich, Selbstbewusstsein. Und ich denke, jetzt können wir auch die ganze Mannschaft, vor allem mit diesem Resultat, selbstbewusst Richtung Sumiswald blicken. Ja, man darf glaube ich anmerken, dass es ein wunderschönes Goal war. Jetzt in der Halbzeit, also bis zur Halbzeit ist nur noch gestanden, man hat nicht so gut gespielt. Was hat der Trainer in der Halbzeit gesagt, dass man in der zweiten Halbzeit noch so auftreten konnte? Ja, er hat viel erwähnt. Also eigentlich kann man die erste Halbzeit schon ein bisschen abhaken, die Ball ist uns versprungen, die Ballannahmen waren nicht sauber, es waren halt Details. Und ich glaube, in der Halbzeit ist dann ein Ruck der Mannschaft und das hat es dann irgendwie auch ausgemacht. Das Trainerteam hat sich da schon in der Halbzeit recht gut motiviert für die zweite Halbzeit. Ja, schlussendlich ist es gut gekommen. 3-0 Auswärtssieg in Bützberg. Und jetzt geht natürlich der Fokus geht natürlich jetzt auf den Samstag. Oder? Der Spitzenspiel gegen Sumiswald. Wie bereitest du dich da vor und das Team? Am Donnerstag schauen wir sicher noch die letzten Details an, was vielleicht in diesem Match nicht so gut war. Ja, dann ist sicher Feinschliffen angesagt im Donnerstag im Training. Und da ist vor allem auch viel mental, dass wir vor allem im Kopf voranziehen. Und den Füßen haben wir es. Säckeln mögen wir. Es wird einfach, ich hoffe, es wird ein super Spitzenspiel. Einfach, ja. Ja, du bist im Winter ja zum FC Erlangen gestossen. Wie sind die ersten Monate jetzt so verlaufen hier im FCA? Sehr erfreulich. Die Mannschaft ist super, die Staff ist super. Trainer-Duo, Trio ist auch sehr toll. Also ich kann wirklich nicht klagen. Ich bin gut aufgenommen worden. Ja, und ich hoffe, es kann langsam weitergehen. Ja, ja, jetzt musst du nur noch die Brüche holen, oder? Exakt, bin ich schon dran, um überreden. Vielleicht noch ein Wort zu den Fans, die heute auch wieder zahlreich sind. Ja, ist super. Also, es erstaunt mich auch, jetzt hier in Bützberg. Die erste Arbeit, die Leute müssen morgen bügeln, aber kommen trotzdem. Wir finden es wirklich geil, wirklich super, dass sie immer wieder kommen. Merci vielmals, Fabio Pichi. Merci euch.